dieses Rotschönhausen, das muss mich so gequält haben, ich weiß es nicht, dass ich das versucht habe, bloß beiseite zu schieben, bloß keine Erinnerung mehr hieran. Heute hört man immer, dass das furchtbar psychisch störend war und dass man liegen musste, die Hände mussten sichtbar sein. In 30 Jahren Untersuchungsarbeit, nicht ein einziger Häftling hat sich bei mir darüber beklagt. Ich musste einfach verstehen, was haben die mit mir gemacht, um dann das zu verarbeiten zu können. Und ja, dann einfach auch, um die Macht über diesen Ort wieder zu gewinnen. Wir haben nach Recht und Gesetz in der DDR den Untersuchungsvollzug und das Untersuchungsorgan auch ihre Tätigkeit durchgeführt. So, und da brauche ich mich also überhaupt nicht zu rechtfertigen. Ich rechtfertige mich da auch nicht. Also verhaftet zu werden, also das weiß ich in der Zwischenzeit, ist im Grunde genommen ein ähnlicher Vorgang wie vergewaltigt zu werden. Das ist eigentlich für die, die die Festnahme machen, fast ein technischer Vorgang. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Sie waren beim Einsteigen, beim Festnehmen und Einsteigen ins Auto und beim Wiederaussteigen aus dem Auto in Hohenschönhausen waren sie zwei Momentaufnahmen für mich. Inzwischen haben sie für mich ein Gesicht.